Hypnose stehen? Mag sein. Also ich lasse mich hin und wieder zu dem Spruch hinreißen, dass die Menschheit noch eine Horde Kinderschar im Sandkasten ist, die nicht weiß, was sie alles an mächtigen Dingen zur Verfügung hat. Also wenn wir tatsächlich grundsätzlich unter Hypnose stehen, wir alle und immer, ich weiß nicht, ob das Aufwachen dann tatsächlich der erstrebenswerte Zustand ist. Tatsächlich ist es allerdings so, dass ich glaube, dass unser Bewusstsein, unser womöglich sogar globales Bewusstsein, langsam aber sicher Dimensionen annimmt, die neu sind im menschlichen Denken. So war es zum Beispiel für, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich fast überall auf der Welt gang und gäbe, dass jede Generation irgendwie Krieg führt. Krieg führen war völlig normal. Männer wollten auch gerne in den Krieg, um da ihre Reife zu spüren, und das war so eine Art Initiationsritus, da konnte man dann erwachsen werden. Und als sich dann rumgesprochen hat, Krieg ist aber auch durchaus sinnloses Abschlachten. Da gibt es weder Ruhm noch Ehre, sondern du bist wirklich nur noch Kanonenfutter. Der Erste Weltkrieg hat uns so diese Erkenntnis langsam aber sicher deutlich gemacht, und der Zweite hat sie dann definitiv bestätigt. Da haben wir alle angefangen zu sagen, ja nee, also sinnlos abgeschlachtet werden will ich nur auch nicht. Dann lassen wir das mal schön sein mit dem Krieg. Ihr Soldaten dürft gerne in den Krieg gehen. Wenn ihr das möchtet, kriegt ihr auch gerne Geld für. Aber ich bleib zivil, sodass für uns Menschen plötzlich, und das ist wirklich neu, das Thema Krieg einfach mehr und mehr ausgeschlossen wird. Noch nicht für die gesamte Menschheit. Es gibt noch genug Völker, die sagen, ah, wir brauchen immer einen Krieg, das ist ganz toll und wichtig, sonst kommen wir keinen Schritt weiter. Aber ich denke, eines Tages werden die vielleicht auch auf diesem Status sein, dass sie sagen, ja, aber wenn ich doch ein Ziel erreichen will, dann kann ich das auf einem anderen Wege viel einfacher. Ich denke schon, dass sich unser Bewusstsein verändert, aber ob wir dabei aus einer Hypnose erwachen oder nicht, schwer zu sagen. Weil für eine Hypnose braucht man einen Hypnotiseur. Aber es ist ja auch nicht so klar umrissen, was jetzt alles Hypnose ist. Ne? Ich meine, im Prinzip geht es darum, dass wir dass wir Glaubenssätze haben und an diesen Glaubenssätzen festhalten, und dass diese Glaubenssätze, und das ist für mich echt der springende Punkt, offenbar viel mehr bewirken, als uns bewusst ist. Sie verändern offenbar tatsächlich Materie, und ein Weg daraus, also du nennst den Begriff ja auch selbst, ist Deprogrammierung. Ja. Was passiert da? Genau, also da gibt es mir ein sehr schönes Stichwort, Glaubenssätze und Deprogrammierung. Viele von uns haben den Glaubenssatz, ohne Anstrengung sind wir nicht erfolgreich. Wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir uns richtig anstrengen, zusammenreißen, Mühe geben und so weiter. Kennt ja fast jeder von uns. Aber in der Zeit, wo wir noch in Hypnose sind, sprich in den ersten paar Jahren des Lebens, da haben wir diesen Glaubenssatz interessanterweise nicht. Denn wir lernen sprechen und laufen beispielsweise, ohne uns anzustrengen. Wir haben ein Ziel, das wollen wir unbedingt erreichen beim Laufen lernen beispielsweise. Und wir ziehen uns irgendwo hoch und gehen freihändig auf das Ziel zu und empfinden das nicht im geringsten als Anstrengung. Wir bemerken noch nicht einmal, dass wir da ein physikalisches Wunder vollbracht haben. Und dieser Junge, der sich da den Finger nachwachsen lassen hat, weil er einfach davon ausgegangen ist, dass der nachwächst, der hatte also nicht diese Blockade, die hinterher dann, wenn wir erwachsen sind und nicht mehr in der Permanenthypnose sind, aber haben. Das heißt, mein Job hier im Institut besteht unter anderem darin, diese ganzen Programmierungen, die zustande kommen durch Junge, streng dich mehr an, sonst klappt das nicht. Oder, ach Mädchen, das geht doch sowieso nicht. Wenn du abnehmen willst, dann musst du mehr Sport treiben und weniger essen. Diese ganzen Fehlprogrammierungen mal rückgängig zu machen und einem Menschen klar zu machen, wenn du abnehmen willst, dann hat das mit Essen überhaupt nichts zu tun, mit Sport schon mal gar nicht. Und wenn man das dann verstanden hat, dass man die Rübe voller komischer Programme hatte, die ja niemals funktioniert haben und auch nicht zu beweisen sind, dass sie sinnvoll sind, dann ist man wieder frei. Das können wir vielleicht Erwachen nennen. Oh, da wäre ich noch mit einverstanden. Du sagst, du hast den Algorithmus der Psyche entdeckt. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen beschreiben? Wir haben jetzt nur ungefähr so 10 Minuten Zeit, aber das würde mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren. Ja, ich tue mich mal ein bisschen schwer damit, wirklich zu sagen, habe ich ihn entdeckt oder habe ich ihn nur erstmals formuliert. Der Algorithmus der Psyche, schwieriges Wort, heißt übersetzt, wie ticken wir eigentlich? Was bringt uns eigentlich dazu, das zu tun, was wir tun? Warum raucht ein Raucher lieber 100 Zigaretten, als auf den Rat seines Arztes zu hören? Warum bringt sich ein Mensch vor Liebeskummer um? Oder warum
verlässt ein Mensch morgens die Schule oder warum isst er gerne ein Marmeladenbrot, obwohl Mutter sagt, davon wird man dick und so weiter. Warum tun wir das? Und ich glaube, die Formel, nach der wir alle ticken, ich habe es vorhin schon mal so grob angerissen, ist, wir wollen alle unsere eigene Absicht möglichst widerstandsfrei verwirklichen. Diese drei Komponenten sind wichtig. Es muss nicht deine Absicht sein, die ich da verwirklichen will, sondern meine. Ich möchte nicht den größtmöglichen Widerstand dabei haben, sondern möglichst gar keinen. Und ich möchte das verwirklichen, also in die Realität auch bringen und nicht einfach nur als Konzept behalten. Ein Beispiel. Wasser zu trinken, normales, gutes Wasser zu trinken, müsste jedermanns Absicht sein, weil kein Mensch der Welt wird einem davon abraten. Jeder wird sagen, ja, Wasser trinken ist eine gute Sache. Klar, kannst du ruhig machen. Stimmt wahrscheinlich jeder zu. So. Es müsste also meine Absicht sein, Wasser zu trinken. Aber wenn ich mein Glas jetzt ansetze und du sagst in dem Augenblick, so ist gut, Andrea, schön trinken, schön austrinken, dann stößt meine Absicht plötzlich gegen deine Absicht. Ich will aber nicht deine Absicht verwirklichen. Ich will meine Absicht verwirklichen. Und so kann es sein, dass ich das Glas erstmal absetze und sage, ach, du weißt ja gar nicht, was ich alles heute schon getrunken habe und eigentlich habe ich auch genug für heute, bla bla bla. Ich rede so lange um den heißen Brei, bis dass deine Absicht nicht mehr im Zusammenhang mit meiner Handlung steht. Und wenn das Glas aber zu weit weg steht und ich dafür in einen anderen Raum müsste und gar nicht wirklich Durst habe, dann ist der Aufwand zu groß. Den lasse ich dann sein, so lange, bis meine Absicht größer wird. Das heißt, wenn ich dann echt Durst habe, dann gehe ich sogar meilenweit für so ein Glas Wasser. So, und das will ich dann auch nicht einfach nur denken und hätte es gerne und planen, sondern ich will daraus eine Realität machen. Das erklärt, warum ein Mensch sich zum Beispiel suizidiert. Der bringt sich nicht um, um diese schöne Welt von sich endlich zu befreien, um denen einen Gefallen zu tun. Es geht nicht um deren Absicht, es geht um seine. Der bringt sich um, damit er den Menschen, die ihm das Leben schwer machen, zuvorkommt. Er kann dann psychologisch gesehen sagen, Edge, ich habe mich umgebracht und nicht ihr. Damit bin ich weiter in meiner Absicht, damit bin ich psychologisch gesehen am längeren Hebel und mein Leben, meine Existenz, nicht mein Leben, mein Leben macht Sinn. Und deswegen ist es auch so wichtig zu unterscheiden zwischen der Existenz und dem biologischen Leben, denn ich glaube, unsere psychische Existenz kümmert sich einen feuchten Kehricht um unser biologisches Leben. Das interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob wir leben, sondern nur, ob wir unsere eigene Absicht verwirklichen können. Guardian stellt da recht interessante Frage, muss ich sagen, woher kommt unsere Absicht? Das ergibt sich tatsächlich aus dem Ausgleichen von Unterschieden. Das ist eine sehr, sehr tolle Frage und ich wundere mich selber, dass ich da gerade eine Antwort drauf habe. Es ist nichts anderes als der Versuch, einen Potentialunterschied auszugleichen. Wie zwei Magnete oder wie Wellen, die schwappen, aber das Ziel ist tatsächlich, einen Ausgleich irgendwie hinzukriegen. Das ist der Algorithmus der Psyche. Okay. Wir wollen Gott sein eines Tages. Und solange wir es nicht sind, müssen wir es versuchen. Und das motiviert uns. Ja, das ist ein weiter Weg wahrscheinlich noch für uns, aber ja. Viel fehlt da gar nicht mehr. Wirklich? Bist du der Meinung, dass da nicht mehr viel fehlt? Ja, guck dir doch Homo sapiens an, was wir schon alles können. Nicht alle, aber Zunge abschneiden, dran setzen oder blaue Säure trinken oder wieder auferstehen. Einige können das schon. Mhm. Der psychocoach.de, das ist eine Website von dir. Um was geht es da auf dieser Website? Das ist die Website, wo ich auf meine Bücher der Buchreihe der Psychocoach hinweise. Solche Themen, wie wir hier besprechen, chronische Krankheiten, Hypnose, Trotz, Algorithmus der Psyche, wie nehme ich eigentlich ab, wie schaffe ich es, vermögend zu werden oder den richtigen Partner zu kriegen, wie befreie ich mich von Alkoholismus. Da habe ich also eine Buchreihe drüber gemacht, die heißt Der Psychocoach und auf derpsychocoach.de kann man sich umgucken, was ich alles so geschrieben habe. Da kommen noch ein paar Bände. Das neueste Buch Zielen, Loslassen, Erreichen, wie Sie Ihr Gehirn auf Erfolg einstellen, kommt jetzt in 2-3 Wochen raus. Auch sehr spannend, da rede ich auch sehr viel darüber, wie leistungsfähig unser Gehirn überhaupt ist. Mhm. Fribi stellt da noch auch eine Frage, was denkt, spricht und handelt durch dich? Das sieht er als die Kernfrage. Das heißt, die Frage ist halt auch gewesen, wo ist eigentlich der Kern des Wesens, um jetzt nochmal kurz zum Folgen zurückzuspringen, der sich da ausdrückt. Also du hast das jetzt nur durch quasi einen Potenzialunterschied beschrieben, ja gut, aber
irgendwie ist es für mich jetzt auch noch nicht griffig genug. Ja gut, das ist natürlich auch sehr unromantisch. Ja, ja stimmt. Vielleicht ist es auch nur das, ja? Also ich glaube tatsächlich, dass das Ziel des Spiels ist, aus einer 1 und einer 0 wieder 2 Nullen zu machen. Ich glaube nicht, dass es da jemanden gibt, der einen heiden Spaß daran hat, dass wir Menschen leben oder sowas, sondern ich denke tatsächlich, wir folgen einem physikalischen Prinzip. Das physikalische Prinzip hat für den Urknall gesorgt. Es hat auch dafür gesorgt, dass die Erde um die Sonne kreist und dass wir halt keine Amöben im Reagenzglas sind, sondern Homo sapiens. Ich glaube aber, das wäre das Thema für eine große Sendung, weil ich denke, es wäre auch vermessen, das mit einem Satz zu behandeln. Naja, aber trotzdem muss ich jetzt ein bisschen nachfragen noch, wo sich die Zeit zum Ende neigt. Du glaubst aber jetzt schon, dass es noch einen Wesenskern gibt, der jetzt nicht materiell ist, oder glaubst du, dass wirklich alles nur Materie ist in dem Sinn, wobei die Frage ist... Ich glaube, das genaue Gegenteil. Ja. Ich glaube, dass Materie im Grunde genommen nichts anderes sind als die Tautropfen unseres Geistes. Mhm. Okay, also Materie schon eben als, wie am Anfang ja gesagt, als die Wirkung, aber nicht die Ursache. Auf jeden Fall. Also ich bin so ein Antimaterialist, dass ich heute in meinem Hypnosekurs auch gesagt habe, liebe Freunde, ich kann euch zwar eine Menge beibringen, aber ich glaube, in 50 Jahren muss ich alle meine Bücher wieder wegschmeißen, weil wir dann endlich begriffen haben, es gibt ja gar keine Materie. Das sind ja alles nur Kraftfelder. Mhm. Aber da sind wir im Moment noch nicht. Wir sind Gott, aber in der Selbstvergessenheit, also unheil lebend, schlafende Götter, beziehungsweise Gott, der im Traum, beziehungsweise im Schein in die Vielheit eingetreten ist, schreibt annehmend. Schön. Ja, finde ich auch schön. Ist auch noch nicht ganz der Schluss für heute. Zielen, Loslassen, Erreichen ist ein Buch, das du geschrieben hast, das jetzt gerade rausgekommen ist. Da nehme ich an, geht es nicht um Bogenschießen? Da geht es nicht um Bogenschießen, sondern da geht es darum, wie kriege ich meinen Pfeil eigentlich in das Ziel, was ich wirklich haben will. Und einige von deinen Hörern kennen mit Sicherheit The Bleep oder The Secret. Und da geht es immer darum, du brauchst keine bildhafte Vorstellung, sondern du brauchst ein Gefühl, um das zu erreichen. Und das reicht mir aber nicht. Ich sage, ja, toll, Gefühl, aber trotzdem gibt es Menschen, die bleiben arm, bleiben partnerlos oder übergewichtig oder sonst was. Und dann beschreibe ich mal, was ist denn eigentlich die Grundbedingung dafür, dass aus diesem abgeschossenen Pfeil tatsächlich ein Volltreffer wird? Denn es wird immer etwas übersehen, nämlich dass diesen positiven Gefühlen ja auch negative Blockaden entgegenstehen. Zum Beispiel sowas wie, ich habe gar nicht verdient, reich zu sein, weil mein Vater arbeitet schwer, verdient nur wenig Geld, ich arbeite wenig, verdiene dann mehr Geld. Damit würde ich den ja praktisch aus seiner Vaterrolle hebeln und entmachten. Und wenn ich das tue, dann haut er mir wieder die Hucke voll. Also bleibe ich lieber arm. So, und solche Sachen decke ich auf in dem Buch. Okay. Ganz kurz, was sind deine nächsten Ziele? Meine nächsten Ziele sind als erstes mal diesen Hypnosekurs erfolgreich zu Ende zu bringen, sodass Menschen mit diesem Wissen anderen Menschen helfen können. Und mein allernächstes Ziel ist, glaube ich, gleich erstmal nach Hause zu gehen und meine Süße in den Arm zu nehmen. Und dann ferner habe ich natürlich noch einige Psychocoach-Bücher auf der Reihe, zum Beispiel eins, das nächste wird dann heißen, zu viel Erziehung schadet. Ich werde aber auch noch ein Buch über den Tod schreiben und Workshops machen, mit denen man sich befreien kann. Also ich glaube, das größte Ziel ist, meine Ziele mal so ein bisschen zu ordnen. Verstehe ich gut. Gut, also wer sich für deine Arbeit interessiert, kann sich ja auf den Websites, die da verlinkt sind, näher informieren. Ja, Andreas, es war wie immer sehr spannend. Ich danke dir und